Ja, willkommen zur Keynote der Troikon. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir im Rahmen der Trollcon 2012 einen Preis verliehen, den Troll des Jahres, der an den Berliner Abgeordneten im Abgeordnetenhaus Christopher Lauer gegangen ist. Herr Lauer hat es vorgezogen, sich nicht in eure Nähe zu begeben und hat stattdessen eine Videobotschaft geschickt, die wir anstelle seiner selbst abspielen können, da er es leider terminlich nicht geschafft hat, nach Mannheim für heute zu reisen. Ich präsentiere daher das Video. Und wünsche viel Spaß. Ja, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Keynote zur zweiten internationalen Trollcon im Jahr 2013, die ich nicht in Personam vor euch halte. Das mache ich nicht, um euch zu trollen oder zu ärgern oder sonst irgendwas zu machen, sondern es ist leider so, dass ich nicht in Person da sein kann. Deswegen habe ich vorher dieses Video aufgezeichnet. Es tut mir aus der Leid, weil es natürlich immer besser ist, wenn man einen Vortrag hält und die Reaktion des Publikums mitbekommt, um seinen Vortrag gegebenenfalls auch verändern zu können und darauf eingehen zu können und insbesondere die Diskussion am Ende oder Fragen, Wünsche, Anregungen fehlen halt auch, was sehr schade ist, aber es ging nicht anders. Ich habe letztes Jahr ja den Preis für den Troll des Jahres angenommen in Abwesenheit und habe mich auch darüber sehr gefreut. Letztes Jahr habe ich es noch nicht hinbekommen, ein Dankesvideo einzureichen. Insofern kann man das ja auch als eine Art von Fortschritt werten, dass ich jetzt zumindest meine Keynote per Dankesvideo eingereicht habe. Ich habe mich im Vorfeld dieser Veranstaltung mit der Frage auseinandergesetzt, was soll ich eigentlich erzählen, denn ich habe das Gefühl gehabt, und das hat mir der Blick auf die Webseite ja nochmal bestätigt, die Trollcon 2013 hat, glaube ich, gar keinen Oberthema, zu dem ich mich da orientieren könnte bei der Keynote. Also muss ich jetzt hier so tun, als könnte ich intelligente Dinge zum Thema Trollen sagen und probiere es auch mal. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, was ich zum Thema Trollen sagen soll, desto mehr kam ich auf den Punkt, dass ich mir überlegt habe, wäre es nicht schöner, wenn wir eine Welt hätten ohne Trollen. Und so wie ich die Diskussion letztes Jahr auf der Trollcon verfolgt habe, wurde ja darüber diskutiert, gibt es einen positiven Aspekt von Trollen, gibt es einen negativen Aspekt von Trollen und wie passt das alles zusammen? Und ich muss einfach feststellen, dass ich ja Trollen so verstehe, dass man mehr oder weniger intelligent so eine Art Lifehack macht und eben ein soziales System so stört, dass man dort die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, um der Aufmerksamkeit willen, beziehungsweise, das wäre dann dieses negative Trollen, beziehungsweise, und das ist dann das, was ich unter diesem positiven Trollen verstehe, man hackt also irgendwas, um Missstände aufzuführen, vorzuführen, um Leute darüber aufzuklären, dass eben nicht alles so toll läuft, wie sie sich das vielleicht vorstellen oder wünschen oder machen oder tun. Am Ende des Tages ist aber sowohl das negative Trollen als auch das positive Trollen ja ein Indiz dafür, dass etwas schief läuft. Denn beim negativen Trollen lässt sich ja ein soziales System
von diesen negativen Trollen stören. Es wird immer gesagt, don't feed the trolls, aber das passiert ja nicht. Es gibt ja immer jemanden, der darauf einsteigt. Und bei diesen positiven Trollen, wo man sagt, da hat jetzt jemand auf noch so intelligente Art und Weise, weiß ich nicht, den Politikbetrieb, die Medien, whatever vorgeführt, ist das ja auch nur ein Signal dafür, dass diese Systeme nicht funktionieren und man Kritik anscheinend nicht mehr anbringen kann, dass sich diese Systeme nicht mehr verändern und man sie deswegen trollen muss. Und das ist meiner Meinung nach auch ein schlechtes Zeichen. Das heißt, meiner Meinung nach wäre dann die Aufgabe einer Trollcon, wie sich auch mit der Frage auseinandersetzt, was ist denn dieses Trollen und wofür ist das gut und was soll man da machen, wäre die Aufgabe eigentlich herauszufinden, warum so viel getrollt wird und wie man diese Trollerei einstellen kann. Also was sind im Grunde genommen die sozialen Mechanismen, die angewandt werden müssen, damit das negative Trollen nicht mehr passiert und damit dieses positive Trollen nicht notwendig ist, weil es, ich weiß es nicht, gesamtgesellschaftlich Mechanismen gibt, die dazu führen, dass es eben nicht notwendig ist. Also einfache Beispiele, ich müsste in einer Talkshow den Moderator oder die Moderatorin nicht trollen, wenn ich das Gefühl hätte, dass es sich dabei um vernünftigen Journalismus handelt. Ja? Das heißt, das Grundproblem ist ja jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, dass es lustig ist, eine Talkshow zu trollen, sondern das Grundproblem ist, dass ich das Gefühl habe, okay, da gibt es Talkshows oder Formate im Fernsehen, aber auch im Radio, in anderen Medien. Da geht es nicht mehr um Information, sondern die sind im Grunde genommen wieder ein Troll. Ja, so. Und dann ist ja die Frage, wie behebt man dieses Problem? Ja, also beklagen wir uns alle nur lautstark bei einem Rotweinchen darüber oder einer Clubmate, einem Chunk? Oder machen wir wirklich was? Und ich bin ja naturgemäß auch, weil ich jetzt Politiker bin und seit 2009 politisch aktiv, bin ja eben ein Freund des Machens und Veränderns, weil man dann auch am Ende des Tages Resultate sieht und sich was verändert. Und dann kann man sich darüber freuen, dass sich was verändert hat. Also am Ende des Tages müssen ja die Leute, die sich auf einer Trollcon versammeln, meiner Meinung nach die Frage beantworten, wollen wir das eigentlich noch in Zukunft? Wollen wir in Zukunft, dass es weiterhin Trollen gibt und wenn ja, dann ist, glaube ich, alles super, weil ja, es gibt Trolle, positive wie negative, oder wollen wir, dass da eine Entwicklung stattfindet und es in Zukunft eben kein Trollen mehr gibt, weil ich meine, was wären denn jetzt auch die Erwartungen zum Beispiel an eine solche Keynote, die 45 Minuten, glaube ich, dauern soll? Habe ich im, was war das? Habe ich im Pentabarf irgendwie gefunden? Und also es werden keine 45 Minuten werden. Aber was wäre denn die Erwartung an eine 45-minütige Keynote auf einer Trollcon, dass ich jetzt schwenke, aus meinem Leben erzähle oder aus dem Leben anderer Menschen, wie toll Trollen ist? Ich nehme Trollen vor allen Dingen als negativ wahr, weil es Diskussionsprozesse behindert und zerstört, weil es das Vorankommen von Gruppen behindert und zerstört, weil es Einzelpersonen dazu dient, sich zu inszenieren, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, als ihnen eigentlich
zustehen sollte. Und von diesen negativen Trollen kenne ich eigentlich keinen, wo ich sagen würde, oh ja, das sind tolle Menschen, mit denen ich abends auch mal gerne einen heben würde oder so, sondern das sind meistens ziemlich, ziemlich arme Würstchen. Und man kann sich natürlich dann überlegen, okay, wie helfe ich irgendwie diesen ziemlich, ziemlich armen Würstchen? Aber die werden dadurch, dass auf sie eingegangen wird, in einer Art und Weise aufgewertet, die es möglicherweise vor dem Internet, das wäre jetzt meine Behauptung, nicht gab. Und die Frage, die man sich als halbwegs vernünftiger Mensch dann an der Stelle stellen sollte, ist ja, warum lassen wir uns das gefallen? Warum lassen wir uns das von Menschen gefallen, so in unser Leben, in unseren Alltag einzugreifen, und warum verklären wir das am Ende des Tages zum Trollen? Das sind Störer, das sind Querulanten, die stören das Arbeiten einer Partei, eines Vereins, einer Gruppe von Menschen. Und vielleicht ist das dann auch ein bisschen, vielleicht ist das dann der Grund, warum ich das jetzt auch so kritisch sehe und formuliere. Das wird dann dadurch, dass man es Troll nennt, wird das so verklärt. Es bekommt sowas so, haha, wir leben in der Postmoderne, das ist ja alles ironisch gemeint und das ist ja alles so lustig. Ich finde das nicht lustig, weil ich das in meinem eigenen Umfeld irgendwie sehe, was Trolle anrichten an Selbstbeschäftigung, an Kraftverlust, an Energieverlust. Ich sehe, was die auch an emotionalen Schäden verursachen. Ich sehe, was Trolle anrichten können. Und natürlich ist so eine positive Definition von Troll dann auch sehr charmant. Und wie gesagt, ich fühle mich sehr geehrt, der Troll des Jahres 2012 zu sein. Das macht sich auf der Wikipedia-Seite und im Lebenslauf auch extrem gut. Aber, und das sollte man bedenken, man schmeißt die Arschlöcher und die Leute, die vielleicht auf intelligente Art und Weise Dinge hinterfragen, in einen Topf. Und ich möchte mit Arschlöchern nicht in einen Topf geworfen werden, weil ich mich selbst zumindest nicht für ein besonders großes Arschloch halte. Eigentlich bin ich ein ganz umgänglicher Mensch. Und also aus diesem Grund sollte sich eben genau eine Trollcon damit auseinandersetzen, mit der Frage, worum geht es uns eigentlich? Also was finden wir gut und wie nennen wir das, was wir gut finden? Weil meiner Meinung nach sollte der Begriff am Ende des Tages nicht mehr Troll sein. Ich meine, es gibt so, mir fallen jetzt spontan so Sachen ein wie Enfant terrible und solche Sachen. Und wie nennen wir die Arschlöcher? Ich finde, Arschloch ist ein ganz guter Begriff so für den Einstieg. Er ist leider auch justiziabel, also sollte man Arschlöcher tunlichst nicht Arschlöcher nennen, aber vielleicht kann man das auch noch definieren, weil das Problem am Ende des Tages ist, ja, Troll des Jahres und positiv und lalala und alles so lustig, aber wie gesagt, die ganzen negative Aspekte des Trollens sind da halt eben auch mit drin. Und ich finde, es ist immer mühsam, wenn man einen Begriff für zwei verschiedene Sachen hat und dann immer ganz, ganz bemüht ist zu erklären, ja, wir meinen das Trollen aber anders. Wir meinen das irgendwie positiv. Und nochmal, dieses positive Trollen ist auch scheiße, weil es ja zeigt, hier geht etwas schief. Hier ist ein System so unflexibel geworden, hier ist ein System so unbeweglich, dass es eben keine Möglichkeit mehr gibt,
auf normalem Wege eine Veränderung herbeizuführen, sondern auf die eine oder andere Art und Weise getrollt werden muss. Und das geht immer einher mit einem Gesichtsverlust, mit Beleidigung. Ich meine, man kann auch Menschen beleidigen und herablassend zu ihnen sein, ohne dass man sie Arschloch oder Idiot nennt. Ich habe gerade auf mein Mobiltelefon geguckt. Und es ist auch das positive Trollen ist immer mit einer Verletzung, mit einer Demütigung verbunden. Und das ist so eine Spirale. Und da sollten wir eigentlich sollten wir da raus, weil das macht Menschen am Ende des Tages kaputt. Das ist nicht schön. Also ich will jetzt natürlich nicht, dass wir alle irgendwie auf einer grünen Wiese um einen Regenbogen herumtanzen und sagen, ja, es gibt keine Probleme mehr und lalala. Es wird ja auch interessant, wenn sich Leute Meinungen und Positionen aneinander reiben, aber dann sollte das eben mit Stil passieren. Dann sollte das gesittet passieren. Und das sehe ich im Moment nicht. Und das kann auch daran liegen, dass das Internet so ein neues Medium ist. Man könnte ja jetzt sagen, Angela Merkel hat die Netzgemeinde sehr getrollt, als sie gesagt hat, dass das Neuland ist. Aber ja, meine Güte, es ist Neuland. Irgendwie, wir betreiben seit 10.000 Jahren den Ackerbau. Wir beherrschen seit 2.000 Jahren die Schrift. Und seit 20 Jahren gibt es sowas wie das Internet, zumindest für Otto Normalmensch. Und ich meine, wenn wir irgendwie das breitbandige Internet nehmen, dann sind es irgendwie 15 Jahre, also knapp. Und da zu behaupten, dass das Internet kein Neuland wäre, ist natürlich echt eine ziemlich steile These. Das ist eine steile These und ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Problem in dieser ganzen dann Debatte um das Trollen, dass das Internet ein Medium ist, für das es noch keine Umgangsformen oder Verhaltensregeln gibt, die gesamtgesellschaftlich einstudiert und erprobt sind, wo man irgendwie Regeln aufstellt, wie ein Diskurs zu führen ist. Und das wäre meiner Meinung nach auch eine Aufgabe für eine Trollcon. Und zwar jetzt nicht Verhaltensregeln im Sinne einer Netiquette, sondern tatsächlich Rituale, wie kriege ich das hin, im Netz zu diskutieren, was wollen wir für eine Diskussionskultur im Netz und wie setzen wir uns dann mit den Konsequenzen damit auseinander. Also ich bin ja zum Beispiel immer ein sehr großer Freund davon, Dinge zu moderieren, Dinge zu benennen und dann auch Leuten irgendwie zu sagen, nein, du nimmst hier nicht an der Diskussion teil. Weil ich meine, die Frage kann man sich auch stellen, dieses ganze Trollen, und ich meine jetzt vor allen Dingen das Negative, das findet virtuell statt, würden wir uns das von Menschen gefallen lassen, wenn die uns direkt gegenüber sitzen. Ja, würden wir mit uns so umspringen lassen. Hätten diese Leute überhaupt erst die Eier oder Eierstöcke oder was auch immer, das Rückgrat, diese Dinge live zu sagen, dem direkten Gegenüber. Und ich finde, so sehr ich die Anonymität im Internet schätze, weil es Webseiten gibt, auf die man gehen möchte, ohne dass jemand nachvollziehen kann, dass man auf sie gegangen ist. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Pornoseiten, sondern wenn man sich über chronische Krankheiten und sonst irgendwas informieren möchte.
so sehr ich die Anonymität schätze, aber worin besteht die Qualität, dass ich jemanden zum Beispiel etwas, was anonym schimpfen lasse, wenn er es mir nicht direkt ins Gesicht sagen würde? Und das sind Diskussionen im Umgang mit dem Netz, im Umgang mit diesem Neuland, die geführt werden müssten. Und das ist wieder der Konjunktiv. Ich bin ja gut dabei, ich bin nicht auf der Trollcon, wie gesagt, nochmal Entschuldigung dafür. Ich hätte gerne mit euch darüber diskutiert, aber darum muss es am Ende des Tages gehen. Weil so sehr ich die Idee schätze, sich dann zu so einem Thema zu treffen und darüber zu diskutieren und zu sagen, hurra, hurra, wir reden übers Trollen. Aber es muss doch, glaube ich, mehr sein, als sich zwei Tage in Mannheim zu treffen und am Ende zu sagen, ja, ich war am Wochenende auf der Trollcon und wir haben uns zwei Tage in Mannheim getroffen und es war ganz lustig und der Hackerspace ist total toll und es hat uns allen Spaß gemacht. Ich meine, klar, wenn man irgendwie sagen will, wir wollen uns alle treffen in einem Hackerspace und es hat uns allen Spaß gemacht, dann kann man das machen. Aber dann muss man es nicht Trollcon nennen. Aber vielleicht ist dann die Trollcon das Ritual, um sowas stattfinden zu lassen. Aber ich fände es großartig, wenn es euch allen gelingen würde, dieses Ritual mit Sinn und Inhalt zu füllen, eine ernsthafte Diskussion stattfinden zu lassen und am Ende des Tages da auch mit Ergebnissen rauszugehen, die darüber hinausgehen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nochmal, wir haben jetzt nochmal einen Troll des Jahres gekürt und ja, es gibt irgendwie dieses positive Trollen und es gibt irgendwie dieses negative Trollen. Denn die Leute, die sich auf solchen Veranstaltungen treffen, behaupten ja immer ganz gerne, sie hätten das Internet verstanden oder das Netz. Die Piratenpartei zum Beispiel behauptet das ja auch gerne. Wenn dem aber so ist, dann muss ja von solchen Veranstaltungen auch eine Handreichung an Otto Normalmensch gehen, denn die sind davon ja auch betroffen. Wenn es um sowas wie Cybermobbing geht, wenn es um sowas geht, dass Jugendliche sich da gegenseitig bei irgendwelchem Scheiß in der Schule abfilmen und das dann auf YouTube stellen. Wenn da Leute gemobbt und fertig gemacht werden und dann muss von einer irgendwie wie auch immer postulierten Troll-Internet-Whatever-Elite müssen konkrete Handreichungen ausgehen, die Menschen erklären, so und so geht man damit um. Und ich möchte eigentlich in einer Welt leben, in der Troll nicht notwendig ist, in der man die Leute, die das zum Pöbeln und der Aufmerksamkeit wegen, um die Aufmerksamkeit betreiben, dass den Leuten eben diese Aufmerksamkeit entzogen wird und dass sie nicht den Raum bekommen, den sie im Moment im Internet an manchen Stellen haben, in manchen Organisationen haben. Und ich würde mir auch wünschen, dass so dieses positive Trollen nicht mehr notwendig ist, denn wie gesagt, das ist auch ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht funktioniert. Ich habe gesagt, dass diese Keynote nicht 45 Minuten dauern wird. Ich hatte damit recht. Mein Gerät zeigt mir an, ich rede jetzt seit 20 Minuten. Ich hoffe, dass das zumindest an einigen Stellen ein Input war, für die nächsten zwei Tage ordentlich zu diskutieren. Ich freue mich gerne auf euer Feedback per Mail oder per Twitter oder wenn wir uns mal in echt sehen.
Wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, beziehungsweise dass es mir nicht gelungen ist, persönlich vorbeizukommen. Ich gelobe Besserung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht es gut und, wie gesagt, liefert Ergebnisse. Danke. Ja, mir kam das auch ein bisschen länger vor. Vielleicht gab es da Konvertierungsprobleme zwischen Mac und Windows. Ich kenne mich mit der Technik nicht so aus. Ja, wir bedanken uns bei Christopher Lauer, Schmidt-Lab, für diese Keynote. Ich fand, sie hatte sehr viel Inhalt und hatte auch durchaus Denkanstöße geliefert, finde ich. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir wollten. Jetzt ist er natürlich nicht da, um jetzt hier eine Diskussion darüber zu führen. Aber falls ihr Interesse habt, können wir natürlich gerne trotzdem darüber sprechen. Gibt es denn da irgendwie jemanden, der ein Mitteilungsbedürfnis hat oder der die Diskussionspunkte, die von Herrn Lauer angesprochen wurden, vertiefen möchte? Ja, bitte. Ich wiederhole das einfach, weil wir haben nur ein Mikro. Das mit diesem Spenden und auf freiwillige Bezahlung finanzierte Hackerspace ist ein kompliziertes Konzept. Bedeutet das, dass wir jetzt mit dem Trollen aufhören müssen? Ja, Abstimmung. Also möchtest du wissen, ob wir mit dem Trollen aufhören müssen oder mit dem Trollen von Herrn Lauer aufhören müssen? Haben wir Herrn Lauer jemals getrollt? Wir haben ihm einen Positivpreis verliehen. Und er hat sich ja auch darüber gefreut. Und seine Wikipedia-Seite. Ja, ja. Ich finde, wir sollten bei Wikipedia die Auszeichnung wieder rauslöschen, weil er jetzt nicht vor Ort war und den Preis dort nicht richtig entgegengenommen hat. Du meinst aberkennen. Ja. Ist das nicht dasselbe? Man sollte ihn Raumzeit laborieren bei Wikipedia. Aus Relevanzgründen löschen? Ja. Also die Frage war, ob wir den Eintrag bei Wikipedia, dass er den Preisträger, das Troll des Jahres 2012 ist, wieder löschen sollen, da er den Preis nicht ordnungsgemäß entgegengenommen hat. Man sollte das vielleicht, also Wikipedia ist ja eine Wissenssammlung, das heißt, das Wissen darfst du darüber gerne auch noch hinzufügen, dass er den Preis nicht ordnungsgemäß entgegengenommen hat. Was auch, also er hat natürlich von uns den Preis bekommen. Also es gibt ja eine wunderschöne Statue. Ich weiß nicht, ob ihr die dieses Jahr schon gesehen habt. Und die hat er natürlich auch bei sich im Büro stehen. Es gibt Beweisfotos. Sicherlich dürft ihr ihn auch mal in seinem Büro im Abgeordnetenhaus Berlin besuchen und euch die Statue anschauen. Dann könntet ihr auch direkt mit ihm über seinen Vortrag diskutieren. Ich müsste mal mit dem Programmkomitee reden, ob das noch in den Zeitplan der diesjährigen Trollcon passt, aber zur Not machen wir das nächstes Jahr. Den Besuch in Berlin, gesamtgesellschaftlich. Ja, ich finde es bedenklich, dass ihr jetzt diese Vorurteile, die Herr Lauer doch auch offenbar trotz seiner Auszeichnung noch gegen Trolle hegt, dadurch bestätigt, dass ihr hier nicht konstruktiv mitarbeitet an der Diskussion. Ihr wollt, glaube ich, nur Aufmerksamkeit. Sagt der Mann mit der rosa Glitzermütze. Ja, dann, wie gesagt, von meiner Seite und von der Seite der Organisation sozusagen nochmal vielen Dank für dieses Video, Schmidt-Lab. Und hier geht es dann gleich weiter mit dem Vortrag von Herrn Kusanowski. Den habe ich, glaube ich, auch schon gesehen.